Einige Kinder und Jugendliche entwickeln nach erlebten Traumata so starke Störungen oder so langanhaltende Störungen, dass doch professionelle Hilfe angedacht werden sollte. Ich gebe Ihnen hier jetzt einige Aspekte, die Sie da zu dieser Entscheidung dann heranbringen könnten. Zunächst ist wichtig zu wissen, dass psychische Störungen sich dadurch definieren, dass auf der einen Seite Symptome da sind, auf der anderen Seite Beeinträchtigungen. Das heißt, die Kinder und Jugendlichen sind in ihrem Alltag beeinträchtigt an der Teilhabe in der Schule, in der Familie, im Bereich der Entwicklungsaufgaben mit Gleichaltrigen oder haben auch Schädigungen der Körperfunktionen. Erst das Zusammentreffen von Symptomen und sogenannten Impairments bedingt die Diagnose. Das heißt, es gibt manchmal Menschen, die haben Symptome, zum Beispiel gewisse Ticks oder im Bereich von Autismus bestimmte Symptome, fühlen sich aber überhaupt nicht beeinträchtigt. Und dann würde man auch sagen, das ist keine Diagnose. Wenn die Beeinträchtigung nicht da ist, gibt es keine Diagnose. Erst wenn die Beeinträchtigung da ist. Ab wann sollte ein Kind oder ein Jugendlicher vorgestellt werden, nachdem ein Trauma erlebt wurde? Hier ist wichtig zu sehen, wie die ersten Tage und Wochen sind und der Verlauf nach 4 Wochen oder auch nach 3 Monaten. In den ersten Tagen oder Wochen nach dem Trauma sind bei den meisten Menschen gewisse Reaktionen zu finden, wie ein ungewolltes Wiedererleben, Konzentrations- und Schlafprobleme, eine gewisse Schreckhaftigkeit, Interesselosigkeit oder ein sich abgeschottet fühlen von der Umgebung. Und auch andere Symptome einer akuten Belastungsreaktion können in den ersten Tagen und Wochen auftreten. In dieser Zeit sollten die Selbstheilungskräfte benutzt werden. Es sollte für Sicherheit und ausgewogenes Erleben gesorgt werden. Wenn die Symptome allerdings sehr stark sind und sehr beeinträchtigend sind, im Sinne von körperlichen Symptomen, psychosomatischen Symptomen mit Ohnmachtsanfällen zum Beispiel oder aber auch Todeswünschen, dann sollte eine frühe psychotherapeutische Abklärung erfolgen. Spätestens nach 3 Monaten sollten diese Symptome abgeklungen sein. Wenn diese weiter vorhanden sind und auch noch beeinträchtigend sind im Alltag, spätestens dann sollte eine professionelle Abklärung erfolgen. Eine gezielte Therapie ist dann dringend anzuraten. Es gibt gewisse Warnzeichen, auf die man achten sollte, die zu einer frühzeitigen Vorstellung führen sollte, die vielleicht gar nicht mit den Symptomen direkt zu tun haben. Wenn ein Ereignis so stark ist, was der Betroffene erlebt ist, dass das wirklich ein ganz katastrophales Ausmaß angenommen hat, dass jeder denkt, wie kann derjenige damit klarkommen, dann ist es sinnvoll, frühzeitig zumindest eine Beratung aufzusuchen, um die Strategien zu festigen, mit diesem Ereignis gut durchs Leben zu kommen und andere Risikofaktoren auszuschließen oder daran zu arbeiten, dass die minimiert werden. Wenn ein Kind Todeswünsche äußert, suizidale Gedanken äußert, ein Jugendlicher genauso, sollte auch rasch eine Vorstellung erfolgen. Und auch dann, wenn das Kind im Alltagsleben doch deutlich beeinträchtigt ist, weil es einen ganz schwierigen Teufelskreis erzeugen kann, wenn das Kind zum Beispiel aufgrund von Konzentrationsproblemen und Schulleistungsproblemen zusätzlich an Selbstvertrauen verliert und auch da in diesem Bereich dann nicht mehr zurechtkommt oder sich zu sehr zurückzieht und Freunde verliert und vereinsamt. Wenn eines der Elternteile selbst durch ein Trauma sehr belastet ist, beeinträchtigt oder traumatisiert ist, dann kann dieses Elternteil häufig nicht mehr die notwendige Hilfestellung geben. Dann sollte auch frühzeitig eine fachliche Hilfe gesucht werden, genauso wenn mehrere Kinder einer Familie traumatisiert sind. Manche Familien haben an sich schon schlechte Ausgangsbedingungen durch beengtes Wohnen, Arbeitslosigkeit,
Armut, körperliche Erkrankungen oder psychiatrische Erkrankungen in der Familie und haben schon einen hohen Stresslevel, sodass dann ein zusätzliches traumatisches Erlebnis noch das Risiko erhöht, wirklich eine chronische Störung zu entwickeln. Wenn ein Kind oder Jugendlicher selbst die Behandlung wünscht, sollte das auch ernst genommen werden und die Behandlung eingeleitet werden. Insbesondere Jugendliche, aber auch schon manche Kinder, machen viel mit sich aus oder vielleicht eher mit Freunden und sprechen nicht unbedingt Eltern an, gerade auch in der Situation, wenn Eltern sehr belastet sind, dann wollen die Kinder und die Jugendlichen den Eltern keine Sorgen machen und sie nicht zusätzlich belasten und zeigen nicht, wie es ihnen innerlich geht, dann funktionieren diese Kinder und Jugendlichen an der Oberfläche und haben gute Bewältigungsstrategien nach außen, können aber innerlich einen hohen Leidensdruck haben. Und wenn diese Kinder und Jugendlichen nach Hilfe fragen, sollte das ernst genommen werden und auch die Hilfe dann eingeleitet werden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten der therapeutischen Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Traumaerfahrung. Wichtig ist zu schauen, welche sind auch in wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen hilfreich. Und da hat sich insbesondere die kognitive Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche mit Traumakonfrontation als sehr effizient gezeigt. Die Wirksamkeit ist sehr gut belegt und es gibt wirklich eine hohe Wirksamkeit in den Auswirkungen. Ebenfalls untersucht wurde schon die kinderspezifische Form der narrativen Expositionstherapie. Die narrative Expositionstherapie hat bei Erwachsenen einen guten Erfolg gezeigt. Auch Jugendliche können davon profitieren. Die Wirksamkeit ist bei Kindern und Jugendlichen aber noch nicht so gut belegt. Einige Traumatherapien integrieren die Eye Movement, die Desensibilization Reaction. Es wird also durch Augenbewegungen eine Gewöhnung an bestimmte Gedanken und belastende Situationen erzeugt. Das wirkt unterstützend. Diese Form der Behandlung hat sich bei Erwachsenen in der Traumatherapie als eindeutig hilfreich erwiesen. Bei Kindern und Jugendlichen ist die Wirksamkeit noch nicht so gut belegt. Häufig angewandt wird, je nachdem, wo man wohnt und wie die Verfügbarkeit der Therapeuten ist, auch die psychodynamisch-imaginative Traumatherapie. Für Stabilisierung zeigt diese oft ganz gute Effekte, aber nicht jetzt im Rahmen der Traumakonfrontation. Da ist die Wirksamkeit bisher zumindest nicht belegt, sodass das in den Leitlinien auch noch nicht als erste Maßnahme empfohlen wird. In der Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen und Traumafolgestörungen gibt es viel wissenschaftliche Erkenntnis in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Dementsprechend wurden Leitlinien formuliert, der Fachgebiete, wo der wissenschaftliche Stand nachzulesen ist. Diese sind nicht so gut formuliert, dass Laien die verstehen können, deswegen habe ich jetzt mal die Passagen so rausgezogen, die für Kinder und Jugendliche bedeutsam sind. Und da ist wichtig zu wissen, dass insbesondere bei der posttraumatischen Belastungsstörung eine Psychopharmakotherapie nicht indiziert ist, sollte nicht vordringlich eingesetzt werden, insbesondere nicht Benzodiazepine, die auch Erinnerungslücken hervorrufen können, die sowieso schon bei schlimmen Traumata im Sinne einer dissoziativen Reaktion, einer Abspaltreaktion auftreten können. Allen Kindern, die eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln, also über längere Zeit dieses Wiedererleben, erhöhte Wachsamkeit, Schlafstörung, Vermeidungsstrategien, veränderte Sichtweise auf die Welt zeigen, alle diese Kinder und Jugendlichen sollten eine traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie erleben dürfen oder angeboten bekommen. Das ist Mittel der ersten Wahl. In dieser Therapie werden bei Kindern und Jugendlichen die Eltern oder mindestens eine nahe Bezugsperson eingebunden, was die Wirksamkeit der Therapie noch erhöht.
In der Therapie ist die Entwicklung des Kindes zu berücksichtigen. Und es sollten natürlich auch andere Gefährdungsaspekte des Kindes abgeklärt werden oder des Jugendlichen, insbesondere ob noch aktuell eine gefährdete Situation besteht. Eine Trauma-Exposition sollte nur dann gemacht werden, wenn das Kind wirklich an einem sicheren Ort ist und gute Unterstützung erfährt. Das Vorgehen sollte möglichst mit Schulen und anderen Gesundheitsversorgern abgestimmt sein, um eine optimale Zuweisung und Behandlung dann auch zu ermöglichen. Deswegen ist wichtig, dass möglichst viele Laien, die jetzt nicht direkt im Fachgebiet der Psychotherapie arbeiten, auch Kenntnis über diese Therapien haben und die Indikation dazu. Einige Kinder und Jugendliche entwickeln eine sogenannte komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Diese Entwicklung kommt immer dann zustande, wenn mehrere traumatische Erlebnisse zusammenkommen oder aber schwerwiegende traumatische Erlebnisse vorhanden sind, die lange dauern und insbesondere auch mit zwischenmenschlicher Gewalt zu tun haben, gerade dann, wenn es nahe Bezugspersonen sind. Die Kinder und Jugendliche, die eine sogenannte komplexe Traumafolgestörung haben, benötigen neben der traumafokussierten Therapie noch ein besonderes Augenmerk auf die Therapie der Emotionsregulation und der Bindungsstörungen, die in aller Regel bei diesen Kindern und Jugendlichen vorhanden sind. Berücksichtigt werden sollen immer auch weitere Probleme und Symptombereiche in der Therapie. Es können auch neben der konkreten posttraumatischen Belastungsstörung andere Begleiterkrankungen auftreten, wie Ängste, Depressionen, auch Essstörungen oder aber Suizidideen, die noch losgelöst von der Traumafolgestörung da sind, können auftreten und müssen separat dann nochmal getrennt davon behandelt werden. Wie sieht jetzt eine traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie mit Kindern und Jugendlichen aus? Im ersten Schritt wird die therapeutische Beziehung aufgebaut. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass der Therapeut ganz unterstützend wirkt im Sinne einer Bewältigung dieser traumatischen Erinnerung durch eine Aktivierung der Stärken und individuellen Präferenzen der Kinder und der Bezugspersonen. Wenn diese Aktivierung und Stärkung erfolgt ist und alle Beteiligten gut Bescheid wissen, wie das Bedingungsgefüge ist und wie die Therapie weitergehen kann, also genügend Sicherheit und auch Klarheit da ist, wird durch eine gestufte Konfrontation mit den traumatischen Erinnerungen ganz auf den Entwicklungszustand des Kindes angepasst. Mit ungefährlichen Triggern zunächst die erlernte Fehlregulation aufgefangen und ein Neulernen trainiert, sowie ein sich Gewöhnen an diese Auslöser. Es wird dadurch möglich, dass wieder das Kind oder der Jugendliche merkt, ich habe da selbst was unter Kontrolle und kann sein Verhalten und die Affekte, Gefühle und auch die physiologischen Reaktionen wieder regulieren oder auch die immer wieder sich aufdrängenden Gedanken können reguliert werden. Es werden Strategien vermittelt zur Gefühlsregulation, zur Stressbewältigung, aber auch zur Umbewertung und Neubewertung anderen Sichtweisen von Gedanken und Situationen. Die elterliche Unterstützung wird reflektiert in dem Sinne, dass Strategien vermittelt werden, die hilfreich sind, für das Kind hilfreich sind und für die Familie. Und Strategien, die vielleicht die Symptomatik aufrechterhalten oder auch verstärken, werden dann abgebaut. Wenn Gedanken da sind, die nicht so hilfreich sind, traumabezogene oder auch nicht traumabezogene Gedanken, werden diese durch Aufklärung und durch Neubewertung und durch Einbindungen in andere Situationen korrigiert und dadurch eine Entwicklung, die vorher blockiert war, wieder ermöglicht.
Eltern werden aktiv in die Behandlung mit eingebunden, wenn Eltern nicht vorhanden sind, möglichst eine sehr vertraute Bezugsperson, in dem Sinne, dass sie auch Strategien erlernen, um eine gute Unterstützung zu bieten für die Kinder und Jugendlichen zur Bewältigung der Traumareaktion.